Moin vom Sylt 1 Wetterdeck. Nach einem sonnigen Freitag folgt ein regnerischer Samstag. In der ersten Tageshälfte hängen viele Wolken am Himmel. In der zweiten Tageshälfte bis zum Abend hin kann es immer wieder Regenschauer geben. Die Sonne schafft es nur ganz vereinzelt, sich an diesem Tag am Himmel durchzusetzen. Wir erwarten außerdem Höchsttemperaturen von 17 Grad und steife Böen aus Süd-Südwest mit Geschwindigkeiten von bis zu 56 km pro Stunde. In der Nacht gehen die Temperaturen dann auf 13 Grad zurück. Meist wolkig starten wir in den Sonntag, aber hier ist für die zweite Tageshälfte eine leichte Wetterbesserung in Sicht. Die Sonne wird sich dann durchsetzen und die Tageshöchstwerte steigen auf 13 Grad an. Der Wind kommt mit frischen Böen aus Nordwest. In der Nacht gehen die Temperaturen dann auf 10 Grad zurück. In den Montag starten wir mit Höchsttemperaturen von 14 Grad, dazu gesellt sich ein frischer Wind aus Nordwest. Regen ist auf dem Sylt 1 Wetterradar jedoch nicht zu erkennen. Die Sonne scheint bis zu 10 Stunden und in der Nacht gehen die Temperaturen auf 9 Grad zurück. Am Dienstag erwarten wir Höchsttemperaturen von 14 Grad, die sich durch den frischen Wind aus Nordwest etwas kühler anfühlen. Die Sonne scheint ganze 8 Stunden und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 30%. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf 11 Grad zurück. Der Sylt 1 Wettertrend für die zweite Wochenhälfte. Ab Mittwoch weniger Wolken und wieder mehr Sonnenschein. Der Donnerstag wird dann eher heiter, mit Höchsttemperaturen um die 14 bis 15 Grad.